So, liebe Leute, ich bin hier in Altendietz bei MCA und hole mir gleich meine PS aus der Werkstatt ab. Ich hatte einen Fehler in der Motorsteuerung, bin dann hier hingefahren, habe vorher mal in den Foren ein bisschen rumgegoogelt, woran es liegen könnte. Drosselklappe, Software-Update, wenig Sprit im Tank und so weiter und so fort. Na gut, neues Motorrad, Baujahr 2020 im Mai. Ich habe es Anfang Dezember bekommen als Dienstmotorrad, bin dann 2.500 Kilometer im Winter gefahren, natürlich auch unter korrosiven Bedingungen, also im Salz. Und das Ergebnis ist, dass der Krümmer, ihr seht doch gleich ein paar Bilder, und im Krümmer die Auspuffklappe und der Stellmotor korrodiert waren. Und dadurch haben sie sich nicht mehr bewegt und dadurch gab es halt eben auch diesen Fehler. Ist natürlich interessant, vielleicht muss man irgendwo mal vermerken, dass man das Motorrad nur im Sommer fährt. Jedenfalls die Bilder sprechen für sich. Wollte jetzt nicht unbedingt wieder genau das Neue einbauen lassen. Habe mich dazu entschlossen, von Akrapovic einen Krümmer zu nehmen, der ist nämlich aus Titan mit der entsprechenden Auspuffklappe. Und hoffe, dass das jetzt nicht mehr passiert. Dieser Krümmer passt auch auf den normalen Standardauspuff. Also man muss jetzt nicht unbedingt nochmal 900 Euro ausgeben, um auf einen Akrapovic-Auspuff zu gehen. Ja. Und man konnte das irgendwie intern verrechnen. Also erstens war es ein Garantiefall, nur ich habe die Differenz bezahlt und bin dann auch von der Akrapovic-Anlage aus Titan gegangen. Hoffe, dass das nicht nochmal passiert. Wie dem auch sei, wenn Fehler in der Motorsteuerung sind, bitte Fachwerkstatt aufsuchen. Was mich persönlich als ehemaliger L50-Fahrer und 800er-Fahrer, jetzt 1250 HP-Fahrer, sehr stört, ist generell immer das Aufpoppen von irgendwelchen Nachrichten, die dann eine Größe haben wie ein iPhone 11 oder 12. Das stört mich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt auf der Autobahn fahre und habe plötzlich, ich weiß, ich muss tanken, aber ich habe plötzlich dann etwa 14 cm mal 6 cm die Message Tankreserve erreicht und Tankstelle gelegentlich anfahren. Ja? Und dabei ist man vielleicht in der Kurvenlage und hat irgendwie 160, 170 drauf. Also mich persönlich, ich bin Pilot, stört das sehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das sollte BMW, denke ich mal, irgendwie etwas dezenter darstellen. Ne? Genauso auch die anderen Messages, die sind immer direkt groß im iPhone Pro Format. Das zweite, was ich jetzt auch hatte, das ist also eine Meldung vom SOS-System. Ja, deshalb fange ich jetzt an, mein Motorrad auch Tamagotchi zu nennen. Das liegt einfach daran, wenn man in der Garage vielleicht startet und das SOS-System hat kein GPS-Signal, dann kommt halt eben dieser Fehler und den kann man nur wieder in der Werkstatt auslesen lassen. Ja, das lasse ich jetzt auch wegmachen, aber man ist dann irgendwann nah dran, dass man natürlich Systeme, die an sich gut sind, auch wegschaltet. Also im Moment bin ich nicht so unbedingt mit der Elektronik so happy. Ich bin sehr happy, was die Fahrmodes angeht. Also ich bin jetzt permanent in den Eis, im Schnee, im Regen gefahren. Also der Rain-Mode ist ganz gigantisch. Ja. Und bin auch ein bisschen Offroad gefahren mit Enduro Pro und so weiter. Muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber wie gesagt, ich fahre im Winter durch und die Fahrmodi sind wirklich spitze. Man muss sich halt eben mit beschäftigen. So, das wär's für heute. Ich wünsche euch gute, viele tolle Kilometer im Jahr 2021 und hoffen wir, dass die Pandemie uns das auch erlaubt. Bis dann, euer Joe.